Super, jetzt muss ich das alles nochmal anklicken, oder was? Ich will. Ja, haben wir schon alles gesehen. Oh, dass ich das nicht gemerkt, super, Alter. Na egal. Ja, okay. So, und schon sind wir wieder zurück hier in der Bar. Und wir gucken in den Missionskoffer. Und schauen wir mal, wo es als nächstes hingeht. Seit des Einsatzes ist Marsara jetzt Schauplatz einer offenen Revolte gegen Arcturus Mengsk. Laut Aussage des ehemaligen Sträflings Tychus Findlay ist die Liga nach Marsara gekommen, um ein außerirdisches Artefakt zu bergen. Die Aneignung dieses Artefaktes dürfte der Liga einen weiteren Schlag versetzen. Und der Verkauf von Tychus Findlays mysteriöse Kontakte sollte neue finanzielle Mittel einbringen. Ja, schön. Also Mission, die gesetzlosen Missionsziele erbeuten Sie das Xel'Naga-Artefakt. Belohnung in Credits 45.000. Ja, gut, starten wir mal ein... Oh, ein Sanitäter. Okay, cool. Starten. Dieser alte Außenposten sieht nicht gerade nach was Besonderem aus. Immer mit der Ruhe, mein Junge. Die Liga-Ingenieure sind hier nicht umsonst schon seit Monaten am Graben. Siehst du diesen Kran? Sie wollen das Artefakt, das sie gefunden haben, von diesem Planeten wegschaffen. Da brat mir doch einer einen Zergling. Siehst du? Du musst manchmal ein bisschen mehr Vertrauen haben, Jimmy. Na dann, verpassen wir der Liga mal einen Weckruf. Machen wir die Basis zu Kleinholz und holen das Ding da raus. Ja, das gefällt mir ganz gut, ist genau mein Motto. Machen wir die Basis zu Kleinholz und holen wir das Ding da raus, was das auch immer für ein Ding ist. Ist egal, hey, das machen wir. So. Oh, gucke mal, wir haben eine Basis, das ist ja schön. Okay, und damit, dann müssen wir hier mal sammeln anfangen. Boah, wie war denn das jetzt? Jetzt brauchen wir hier ein... Commander, weitere Tutorials liegen für Sie bereit. Ja, danke. Ich glaube, Tutorials, Moment. Klicken Sie auf den Reiter Tutorials. Ja, Tal, ich mein, oder machen wir, weißt du was, das machen wir jetzt ganz kurz durch, okay? Das machen wir jetzt ganz kurz durch, damit wir es auch wissen, weil ich weiß selber nicht mehr. Gebäudebau. Mit Gebäuden können Sie Einheiten ausbilden und verbessern. Um ein Gebäude zu bauen, wählen Sie ein WBF aus und setzen Sie die Fähigkeit Gebäudebauen ein. Um neue terranische Gebäude zu bauen, wählen Sie zuerst mittels Linksklick ein WBF aus. Linksklicken Sie jetzt auf die Schaltfläche Gebäude bauen in der unteren rechten Ecke. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Gebäude, das Sie bauen möchten. Okay. Ein weiterer Linksklick auf den Boden befiehlt dann dem WBF, das neue Gebäude dort zu platzieren. Ja, das ist schön. Versorgung. Sie können Einheiten nur mit genug zur Verfügung stehenden Versorgung ausbilden. Bauen Sie weitere Versorgungsdepots, um Ihre Versorgung zu erhöhen. Okay. Ihr derzeitiges Versorgungsmaximum wird in der oberen... Ach so, war das. Ja, genau. Okay. ...zusammen mit dem aktuellen Verbrauch angezeigt. Bevor Sie eine Einheit ausbilden können, müssen Sie erst über die für diese Einheit benötigte Versorgung verfügen. Falls Sie nicht über genügend Versorgung verfügen, können Sie die Einheit nicht ausbilden. Um die maximale Anzahl verfügbarer Einheiten zu erhöhen, müssen Sie Versorgungsdepots bauen. Um dies zu tun, wählen Sie ein WBF aus und linksklicken Sie auf die Schaltfläche Gebäude bauen. Linksklicken Sie dann auf Versorgungsdepot bauen und erneut auf einen beliebigen Bauplatz, um es zu platzieren. Ja, das ist schön. Ah ja, okay. Toll. So war das. Stimmt. Ja, ich kann mich wieder erinnern. Es ist echt schon lange her. Es tut mir leid. So, Ressourcenabbau. Komm, das gucken wir auch nochmal. WBFs sind beim Ressourcenabbau unentbehrlich. Nachdem Sie ein WBF ausgewählt haben, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Mineralienfeld, um mit dem Abbau zu beginnen. Mhm. Ihr WBF wird damit beginnen, Mineralien abzubauen und diese dann an der nächsten Kommandozentrale abzuliefern. Ihr WBF wird mit dem Abbau fortfahren, bis Sie ihm einen anderen Befehl erteilen. Ja, das ist schön. Wisst ihr, ich zeige euch die Tutorials, ja? Gut gemacht, Commander. Der Mineralienabbau ist Kernstück jeder terranischen Strategie. Okay. Ich zeige euch die Videos, ja, damit ihr dieselben Wissensstandards habt wie ich und damit ihr da in die Kommentare schreiben könnt, wie verpeilt ich bin, ja, das ist einfach, ja, es gehört dazu. Ich weiß, normalerweise ist das E-Sport-Material StarCraft 2 und da sieht man sich sowas nicht an und deshalb biete ich euch das gerne als so Bonus sozusagen an hier, die Tutorials, nämlich Einheiten ausbilden, ja.
Um neue Einheiten zu erstellen, wählen Sie die Kaserne aus. So erkennen Sie auch gleich, welche Einheiten Sie dort ausbilden können. Diese Einheiten werden im Befehlsfeld in der rechten unteren Ecke angezeigt. Links klicken Sie auf die Schaltfläche des Space Marines, um die Kaserne anzuweisen, diese Einheit auszubilden. Wenn die Einheit fertig ist, wird sie neben der Kaserne erscheinen. Sie können mehrere Einheiten in die Warteschlangen einreihen. Klicken Sie dazu ein weiteres Mal auf die Schaltfläche. Ja, das ist schön. Okay, gut, die anderen Tutorials vom ersten Level haben wir offensichtlich eh nicht mehr. Das ist aber okay. Wir gucken also jedes Mal jetzt Tutorials an. Wir brauchen viel mehr Space Marines, bevor wir den Liga-Außenposten angreifen können. Ja. Sie werden in der Kaserne ausgebildet. Wo wir schon dabei sind, mit mehr BBFs können wir die Mineralien schneller einsammeln. Ich weiß, danke. BBFs werden in der Kommandozentrale ausgebildet. Ja gut, okay, also wir machen hier Space Marines. Moment, zack, 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 zack. Achso, okay, kann ich nicht, weil ich keine Mineralien mehr habe. Okay, dann muss ich dann natürlich warten. So, weil ich wollte natürlich hier das Gasdings auch machen. Moment, ich kann hier, glaube ich, auch den da machen. Dann fangen sie gleich zum Abbauen an. Da kann ich mich irgendwie erinnern dran. So, habe ich jetzt schon mal Mineralien? Nicht genügend. Ach, da brauche ich ein Tech-Labor. Abheben. Sammelpunkt festlegen. Tech-Labor bauen. Ah, okay. Gut, das WBF beginnt jetzt automatisch zu sammeln. Komm, wir können hier... Ah, drei Arbeiter können wir hier also irgendwie einteilen zum Gas abbauen. So, komm, machen wir hier noch ein paar von denen. Wir warten jetzt einfach mal ab. So. Was haben wir da links noch? Moment. Techlabor. Okay, Techlabor Erweiterung an die Kaserne anschließend und fortgeschrittene Einheiten wie Sanitäter. Okay, Versorgungsdepot WBF, ja. WBF, ich weiß nicht, was das genau heißt. Ich sage immer, das ist das Wohnbauförderungsfahrzeug, ja. So, ich glaube, wir bleiben trotzdem lieber kurz mal da. Oh, jetzt schon? Komm, sollten wir vielleicht doch ein Depot bauen. Versorgungsdepot. Ja, komm, packen wir hier hin. Wird gemacht! Ist schön, wenn das gemacht wird. Stimmt, ich bin schon voll hier. So, Versorgungsdepot. Tech-Labor bauen wir jetzt da dazu. Gut. Soll ich ballern, Sir? Ja, das wissen wir noch nicht. Guck mal an. Oh, ich habe hier keinen... Jawohl. Keinen Chief? Warum habe ich hier keinen Chief? Das ist ja voll doof. Kann ich den gleichen zweiten Auftrag? Nee. Aber ich könnte den noch ein Versorgungsdepot gleich bauen lassen, damit wir hier richtig schnell dann... vorankommen. So, okay, jetzt können wir... Ah, schön, jetzt können wir Sanitäter auch ausbilden. Der braucht aber zwei Versorgungseinheiten. Komm, ich baue einen Sanitäter und einen von denen. Weil Sanitäter ist wichtig, weil der heilt die Einheiten in der Nähe. Ja, ganz praktisch. Ja, und das Blöde ist, wenn die mit dem Bauen fertig sind, dann stehen die halt... Ach Gott, ich habe nicht mehr genügend Mineralien. Dann stehen die halt einfach blöd in der Gegend rum. Ist natürlich auch nicht so schön. Deshalb kommen wir bauen hier noch... Ja, ich weiß, nicht genügend Ressourcen. Ich habe generell nicht genügend Ressourcen, ist mir ganz klar. Ist aber kein Problem. So. Oh, schön, ich habe einen Sanitäter gebaut. So. Komm. 25 von 35, da können wir hier noch schön... Können wir das auf Nummer 2 legen? Ja, das geht. Okay, wunderbar. Weil dann kann ich da hin und her switchen. Dann kann ich gleich mal ein bisschen erkunden gehen. Ja. Oh, cool. Das ist ja praktisch. Dann bekomme ich hier gleich Rohstoffe. So, dann kann ich nämlich hier umschalten auf die Kaserne, weil die habe ich auf 2 gelegt. Das ist schön. So. Komm, dann machen wir noch... Achso, ich muss noch warten. Ach, hier liegt voll viel so Zeug rum. Das ist ja cool. Sicher. Verstanden. Roger. Gut. Das dauert aber lange, bis die fertig ausgebildet sind. Oh, das war jetzt doof. Das wollte ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Jetzt habe ich nämlich als Standard Punkt das, einen anderen Punkt festgelegt. Das ist, wäre dann der Punkt, wo die dann... hallo, gehörst du da nicht dazu? Was ist denn da los? Bitte da dazu. So, danke. Wobei der natürlich, es ist etwas ungünstig, wenn der ganz vorne steht, weil der soll ja bitte heilen, ne? So. Commander, die Liga greift die Rebellenbasis im Südwesten an. Gut.
Das hält uns die Liga vom Hals. Finde ich nicht okay. Diese Leute brauchen unsere Hilfe, Titus. Genau, sage ich auch. Sie auf keinen Fall ihrem Schicksal überlassen. Sehe ich auch so. Sicher. So. Aye, aye, Sir. Wird gemacht. Ja, wir haben sie gerettet. Das ist cool. Worauf soll ich? Sind wir froh, euch Jungs zu sehen. Wir sind auf eurer Seite. Sagt einfach, wo wir uns aufstellen. Ah, das ist ja cool. Okay, da haben wir... Willkommen an Bord, Jungs. Die Liga kann zur Hölle fahren. Yo, sehe ich auch so. Raiders, der Größte. So, komm, dann machen wir hier Sammelpunkt. Es sind Raiders, Jungs. Tretet der Liga in den Arsch. Yo, machen wir. Natürlich. Hier, komm ich. So, aber jetzt bauen wir hier nämlich auch gleich ein bisschen. Los, los, los. Oh. Kommt noch was? Wollte eigentlich hier Sammelpunkt machen, damit die da auch schön sich verteidigen können. So, dann machen wir Nummer 3. Bauliste ist voll, okay, toll. Gut, dann haben wir denen hier geholfen, das ist schön. So. Die bösen Jungs sind darunter. Jo, wenn die darunter sind, komm. Hier sind überall Minen. Oh, was ist das? Oh, oh, oh. Ich glaube, das sind ja nicht so... Nein, nicht den einen töten. Komm, wieder heilen ein bisschen. Genau, danke. So. Aber ich glaube, ich warte hier noch ein bisschen, weil ich habe so viel Mineralien jetzt. Komm, ich mache hier noch ein bisschen den da. Dann kommen die einfach da drüben dazu. So. Nämlich da... Achso, da komme ich ja gar nicht drüber. Okay. Da ist ja eh alles kaputt. Na gut, dann. So, wir warten jetzt kurz zusammen. Stimmt, hier können wir auch schön ausbilden. Machen wir auch. Na, das Gute ist einfach dadurch, weil, dass wir die Heileinheiten dabei haben, werden meine Einheiten auch immer schön geheilt wieder. Jetzt schauen wir da einfach mal rein, was wir da so machen können. Oh, ja komm, das Versorgungsdepot. Ne, das ist ein Bunker, oder? Toll, die haben mir eine Einheit kaputt gehauen. Lasst doch den nach hinten, bitte. Diesen Bunker auszuräuchern war saubere Arbeit, Jimmy. Yo. Deine Jungs, gepaart mit meinen Fähigkeiten. Unschlagbar. Das ist schön. So, ach, ich sehe gerade, ich muss wieder ein paar Dingens machen. So, wir bleiben hier mal da, aber ich muss kurz zu meiner Basis zurück, weil ich brauche auf jeden Fall wieder ein paar Versorgungsdepots. Was liegt an, Alter? Komm, wir brauchen ein Versorgungsdepot. Ich meine, ich glaube, wir brauchen gar nicht so viel Einheiten, aber ich mache sie einfach trotzdem. Schlechte Neuigkeiten? Warten, was willst du denn, Alter? Ich bin schon unterwegs. Das ist auch gut so, ne? So. Gut, hier können wir auf jeden Fall nicht mehr viel bauen. Kommt noch was? Ah, es ist schon eine schöne Truppe hier, die wir da haben. Haben wir da oben sonst? Moment, wir könnten ja hier nochmal kurz zurücklaufen. Einfach nur, weil ich sehen will. Während die hier bauen, weil ich muss eh warten, weil ich muss die dann wieder zurück zum Mineralien abbauen schicken. Also sonst würden die einfach herumstehen und nichts tun. Das geht natürlich auch nicht, ne? Ich meine, ich könnte natürlich auch noch eine zweite Einheitenfabrik bauen. Komm, das machen wir auch nochmal schnell. Was können, haben wir sonst noch irgendwas? Kommandozentrale, Kaserne. Genau, die Einheitenfabrik. Ich meinte natürlich eine zweite Kaserne. So. Und ihr findet hier nichts. Ich wollte es aber einfach nur mal sehen. Gut, dann laufen wir wieder hier zurück. Und ich würde sagen, Kaserne 1 machen wir Sammelpunkt da und Kaserne 2 bleibt der Sammelpunkt da und Kaserne 3, die da dann noch nicht fertig ist. Moment, die packen wir auf 4 dann. So, ist noch im Bau, da machen wir Sammelpunkt auch hier. Ja, dann haben wir hier immer schön Einheiten Nachschub, wenn wir ihn brauchen. Und die bleiben hier, um die Basis zu verteidigen sollten. Also das sind zwar jetzt nicht so viele, aber sollten Gegner durchkommen, muss reichen, oder?
So, wie lange dauert das hier noch? Ja, doch noch ein bisschen. Kann's kaum noch erwarten. Moment, du bleibst auch noch hier, komm. Durchgeladen und entsichert. So, wir bauen hier. Einfach überall schön bauen, weil wir haben genügend, wir haben genügend Kristalle und Vespingas. Von dem her passt das schon. So. Und die zweite Kaserne ist auch fertig. Achso, da brauche ich noch ein Tech-Labor. Ja gut, ist jetzt nicht so tragisch. So. Okay, das kann ich aber nur bauen, wenn ich gerade sonst nichts mache. Na komm, egal. So. Ja, wir greifen jetzt wieder an. Oder warten wir einfach zusammen. Geht natürlich auch. Komm, wir könnten eigentlich die da... Nee, ich muss hier ein bisschen Verteidigung da lassen. Hilft alles nichts. Aber ich könnte... Moment, ich baue jetzt auch noch ein Versorgungslager. Ich weiß, ich übertreibe jetzt richtig. Wahrscheinlich brauche ich nur die Hälfte von dem, was ich eigentlich hier mache. Aber hey. So, komm, hier bauen wir jetzt auch noch ein Tech-Labor dazu. Ich könnte natürlich einfach hier die Dinger daran packen. Ja, weißt du was? Komm, wir brauchen hier kein Tech-Labor. So, gut. Los geht's. So, komm, da können wir gleich nochmal ausbauen. Hier auch nochmal. Da auch nochmal. So, und dann schauen wir mal, was es hier sonst noch so an Gebäuden gibt. Das sieht jetzt nicht so gefährlich aus. Los, los, los. Ja, wir übertreiben volles. Hey. Oh, oh. Bingo, einfach nur töten. Also ich bin jetzt nicht so begeistert von der Basis. Oh, die haben hier ein Fahrzeug-Dingens. Oh, oh. So. Tja. Ist da. Komm, das machen wir schnell kaputt hier. Ja, können sich ja gar nicht wehren. Sehr gut. Ohne ihre Kaserne und die Fabrik müssen wir nur noch die letzten Nachzügler erledigen und dann heißt es ab nach Hause. Das ist richtig. So. Ja, komm, brauchen wir nicht. Haben wir, glaube ich, brauchen keine Einheiten mehr. Zugriff auf Krankontrolle. Dechiffriere Sicherheitssystem zur Überbrückung. Krankontrolle übernommen. Sehr schön. Dann lasst uns das Ding mal an Land ziehen und dann nichts wie weg hier. Sieg! Wir haben gesiegt! Ja, wunderbar! Gebaute Einheiten, 67 Einheiten verloren, eine, ja gut, komm. Ist okay. Fortfahren. Ja, das war jetzt wunderbar, diese Mission. Komm, wir gucken, was die Nachrichten so sagen. Danke, dass Sie dran geblieben sind. Schalten wir nun zu Kate Lockwell mit Neuigkeiten über den gewaltsamen Aufstand von Jim Rayner. Danke, Donny. Rayner weitet eindeutig die Liste seiner Ziele aus. Er hat einen Anschlag auf eine archäologische Grabungsstätte der Liga verübt und möglicherweise ein gefährliches außerirdisches Artefakt in seinen Besitz gebracht. Zu diesem Thema hat sich heute auch Imperator Max zu Wort gemeldet. Es ist nicht abzusehen, welche Verwüstung diese scheinbar harmlosen Relikte auf unseren Welten anrichten könnten. Jeder, der des Besitzes eines solchen Gegenstandes überführt wird, wird die volle Härte des Gesetzes zu spüren bekommen. Sieh's positiv, Partner. Du bist so oder so auf seiner Abschussliste. Danke, Tigers. Schockierend, Kate. Ich
Ich befürchte, die zivilen Verluste werden schrecklich gewesen sein, angesichts Rainers terroristischer Handlungen. Nun ja, eigentlich scheinen die einzigen zivilen Verluste, die zu beklagen waren, durch übereifrige Liga-Sicherheitskräfte. Vielen Dank, Kate. Wir machen die Nachrichten. Jim Rayner tötet Frauen und Kinder auf Masara. Ja, so war es zwar nicht, aber gut. Hey, Marke. Oh Mann. Hat der Magistrat hier denn nicht gewusst, dass er einen Schwerverbrecher zum Marshall macht? Er hat sogar darauf gezählt. Ich glaube, mein Ruf als harter Kerl hat dabei geholfen, dass hier alles schön ruhig geblieben ist. Solange ich diese Marke getragen habe, habe ich nicht einen einzigen Menschen erschießen müssen. Wo bleibt denn da der Spaß? Ja, das frage ich mich natürlich auch. Schädel. Wie ist das so, gegen die Zerrt zu kämpfen, Jimmy? All die Schwierigkeiten, in denen wir damals gesteckt haben. Die Situationen, wo wir gerade noch so davongekommen sind. Das alles ist ein Witz im Vergleich dazu, wie schrecklich die Zergs sind, Tykes. Du hast einfach keine Ahnung, was Angst wirklich bedeutet, bis du tausende von diesen Viechern auf dich zustürmen siehst. Tja, Tykes, was hast du zu sagen? Also, Tykes, wer ist denn jetzt dein mysteriöser Käufer? Bei wem sollen wir das Artefakt abliefern? Ah, bei so einem Haufen Intelligenzbestien, die sich Möbius Foundation nennen. Möbius? Das ist doch eine anerkannte Forschergruppe. Warum zur Hölle sollten die etwas mit dir zu tun haben wollen? Als dein Kumpel Mengsk den Handel mit Alienzeug für illegal erklärt hat, waren sie verzweifelt genug. Und du kennst mich, Jimmy. Ich bin ein großer Freund der Wissenschaft. Genau so siehst du auch aus, ja. Freiheit, hey! Ich muss schon sagen, Jimmy, aus dir ist ja eine richtige Kampfmaschine geworden. Wenn ich Mengsk wäre, würde ich mich auch vor Angst verkriechen. Das meinst du ja wohl nicht ernst, Tykes, oder? Nein, war nur Spaß. Ja, voll witzig, Alter. Aber ich finde das süß. Danke, danke, Marshall Rayner. So, und Jagd. Was ist hier? Jagd. Was ist denn das? Ich dachte, die Zerg wären hier vor ein paar Jahren von diesen komischen Protoss ausgeräuchert worden. Das ist jetzt 4 Jahre her. Und noch immer finden sie da draußen in der Wüste versteckte Nester. Eine Trophäe wie die hier sollte einen guten Preis auf dem Schwarzmarkt haben. Lust, ein wenig jagen zu gehen, Partner? Tu, was du nicht lassen kannst, Tykes. Ich habe schon so viele Zerg gejagt. Das reicht für 2 Leben. Ja, wenn das so ist. So, und Credits 4500 nur, da kann ich... Achso, ausgeben von Credits. Gucken wir mal. Rayner verdient mit dem Abschluss von Missionen Credits. Sobald sie Zugriff auf das Arsenal erhalten, können sie diese Credits... Ah, okay, für Upgrade meiner Einheiten, aber ich glaube, das haben wir noch nicht. Ja, und dann würde ich sagen, die nächste Mission startet dann in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen, Leute. Tschüss.